So, hallo zusammen, hier ist der Henrik von den Twitch-Piraten und ich befinde mich hier wieder in Star Wars Galaxies Legend Server. Wir haben hier beim letzten Mal schon ein bisschen den Charakter erstellt, den, wie heißt der, Legio. Wobei der Dingens danach, der war eher blöd, der Nachname, deswegen haben wir ihn rausgelöscht. So, Junge, wir würden gerne hier runter von der von diesem Felsklein. Diagnostics on the Falcon are done. The hyperdrive is still an operative. Talk to the head mechanic in the other hangar. Okay, da haben wir, you will get one of those items. Das wäre ein Weapon Spray, ein Agility is increased. Weapon Spray ist your Strength is increased. Oder das ist ja your Precision is increased. Wahrscheinlich wird es auf den Aero Code hinauslaufen. Ach, verdammt, jetzt habe ich gecancelt. Immer noch der Piece of Junk, der NPC. Ja, sehr witzig, wir lachen morgen. Wieder mal lustige blaue Punkte. To use an object, click on it. Hold down the tilde key and choose an action to perform on it. Ja, ich möchte aber eher eigentlich nur mit ihm reden. So, wie komme ich denn hier runter, Junge? He won't even sell you the parts? That's interesting. Talk to Trace. The cantina reference was a hint, not a brush off. Go there and check it out. I think that my buddy Trace is in there. So, warte mal jetzt. Did he say Boba Fett? Use the elevator to get up to the atrium. I'll need you to get pieces that I can use to repair the ship. Your journal will tell you where to find them. Hurry. Na. Jetzt, was muss er denn machen? Acquire air scrubs from the atrium. Air scrubs. Ach, das sind air scrubs. Ach, das war schon, was man hier braucht. Könnte man nicht noch ein bisschen draufhauen? Unten sieht man übrigens einen gelben Balken, der zeigt den Levelfortschritt. Das finde ich ja so lala. Also sehr schnell fortschreiten tut das Ganze nicht. Und so von so Summen, da ist niemand mehr am Leben. Ich bin schon tot. Aber der Balken ist ein bisschen weiter gegangen. Ich probiere es einfach nochmal, ein Level mehr zu machen. Zur Erklärung, diese kleine Schnecke, die da unten drin ist, das ist ein Fernangriff. Ah, jetzt haben wir den Level up. Wunderbar. Gehen wir wieder runter. Lower Level. Okay, wir gehen auf die Lower Level. To Power... Was? Power Coupling. Okay, Power Coupling kriegen wir hin.
Hot Thug. Komm mal her, Junge. Einer bleibt übrig. Ach, da ist der zweite. Streng genommen, was Boba Fett angeht, sollte es nicht sein. Also, es spielt angeblich zwischen Episode 4 und 5. Was sollen wir hier machen? 5 Droid Motors. Wahrscheinlich müssen wir die direkt aus den Droids rausholen. Offensichtlich. Das hier ist im Endeffekt alle die Newbie-Spielwiese. Bin überzeugt, wir haben das Ding mittlerweile schon. Aber sie stehen halt so schön im Weg, ne? So, jetzt haben wir den Elevator wieder. Haben wir jetzt alles. Können wir jetzt runter von diesem Blechklumpen hier. Ja, dann nehmen wir den hier. Haben wir ja vorhin gesagt. Complete. Alright. Give me some time to get these repairs made. Getting off the station. Okay, in Hangar Bay 2. Ja, das sollte von der Zeit erreichen, danke. I want to leave the station now. Absolut sicher. Okay, dann ab nach unten. Wir starten das Ganze in Tatooine. Präzise in Mos Eisley. Normalerweise eine ziemlich trostlose Welt, man kennt sie normal, kennt sie aus Episode 4, auch diesmal. Und das erste Mal sind wir in Kontakt mit anderen Spielern. Und zwar mit einer ganzen Menge anderer Spieler. Pizza the Hut, ja genau. Es sieht schon ein wenig voller aus. Die Overhead-Map kennt man noch aus Star Wars Galaxies, aus der Prä-NGE-Zeit, also das, was er sonst mal so gespielt hat mir. Es geht bei mir in erster Linie darum, dass man sich irgendwie ja mal dass man sich irgendwie ausrüstet. Sorry. Ich hatte Corona und so ganz weg ist das Zeug immer noch nicht. Die blauen Striche am Boden, wie man sieht, fehlen. Hier wimmelt es normalerweise von Tasten. Warum es hier jetzt gerade nicht von Tasten wimmelt, weiß ich gar nicht. Ah ja, jetzt bauen sie drei nach. Und gibt es ein Steering Array, das wir brauchen. Im Endeffekt ist es nicht weiter problematisch, da sich irgendwie dran vorbeizuschleichen. Okay, so geht das nicht, jetzt geht das. So, und zu guter Letzt schrödern wir uns noch. Schauen wir mal, wie aggressiv die Jungs sind. Gar nicht. Okay. Na gut, dann weg von dem Ding hier. Dann haben wir jetzt einen Lead für einen XP-38 Landspeeder.
Dann nehmen wir wieder ein bisschen mehr Abstand von den Tasken. Die sind, wie gesagt, allesamt sehr aggressiv. Find Pal. Das wäre jetzt theoretisch die zweite Aufgabe. Zuallererst sollte man mal diesen Speeder, den wir hier haben. Was haben wir hier? Thin Stripes, Pants of Whatever. Tactical Skin Suit. Das ist so ein Ganzkörperkondom, ne? Ja, nee, ist klar. So. Das ist ein Vehikel der Marke Ultralangsam. Und auch irgendwie ultra hässlich, aber steckst du dich drin? Das heißt, wir müssen uns das weiter erstmal ausrüsten, weil das ist jetzt ein bisschen Hintergrundinformationen von einem, der das Ding hier, wie gesagt, bis zum Umkippen gespielt hat. Ich war ja Post-NGE nicht mehr so ganz präsent wie Pre-NGE, aber weg war ich halt da auch nicht, ne? Das heißt, ich weiß durchaus noch, was man wo findet. Soweit ich mich erinnern kann, hatten wir hier an dieser Stelle ein Crate of Rattletrap Junk Parts. Das ist die erste Collection. Houtini, genau. Wir haben jetzt bei den Collections mit drin, What a Piece of Junk. Und diese Dinger hier findet man verteilt in sämtlichen, oder in sehr, sehr vielen Starports. Ich weiß halt noch nicht mehr, in welchen Starports genau. Ich glaube, in 3 von 4 auf Tatooine war das. Wir schauen aber da nochmal nach. You must ownership. Okay. Claim Veteran Reward. Jeder Spieler bekommt hier drinnen, soweit ich mich erinnern kann, den 180 Day Jump to Lightspeed Award. Das ist eine Soro Subyacht. So, da ist sie. Die generieren wir gleich. Und da ist sie. So, diese Soro Subyacht ermächtigt uns, frei zu traveln. Und zwar wohin man immer will. Wir sind hier gerade in Mos Eisley. Das heißt, wir springen jetzt einfach mal nach Bestine. Der zweite Teil. Von hier aus springen wir jetzt mal nach. Bis dann war es Mos Eisley, war es. Ich glaube Mos Enter, aber ich bin mir nicht sicher. Ach ja, genau. Habe ich ja völlig noch vergessen im ersten Teil. Was wir hier hatten an Neues bei GCW, das ging ja vorher nicht. Das ist die Übersicht, wie es hier in dem Kampf zwischen Rebellion und Imperium steht. Hier gibt es auch die Materialschlacht, die befindet sich normalerweise in Tatooine, Bestine. Imperiale müssen sich verteidigen gegen eine angreifende Rebellenarmee. In Talos Dirik, da ist momentan wegen Weihnachtsfeierlichkeiten der Counter angehalten. Und auf Naboo, Karain, die Rebel Occupation wird sich ändern in dem Moment, wo aufgrund des Hintergrundes hier wird sich das Ganze ändern in wahrscheinlich Rebel Building Defenses. Man kann hier drin sich eine Fraktion anschließen und wenn man wenn man hier dann über den Planeten läuft und zum Beispiel Spec Force ist. Genau, laufen halt noch in die Kamera rein, du Depp. Ah, okay, Mos Enter war das nicht. Nehmen wir Mos Espa.
Ah, verdammt. Ah, ich wollte ja gar kein Ticket kaufen. Ich wollte ja springen mit der Yacht. Ach, verflixte unschönes Wort hier einfügen. Wir haben doch eh nur so wenig Kohle. Na gut, jetzt haben wir das Ticket gekauft. War ein Anfall von geistiger Umnachtung. Na gut, jetzt müssen wir natürlich auch fliegen, das ist klar, ne? Ja, genau, da ist noch eine. Mal Creative Rattletrap Junk Parts heißt das Zeug. Und mal schauen. In die Collections. Ja, es fehlen noch 5 Stück. Da sind 2 auf Talus, 2 auf Naboo und 1 auf Inkoronet. Jetzt springen wir richtig. Travel. In Coronet. Man sieht, die Soro-Subjacht ist immer da, wo ich bin. Liegt daran, weil sie dann beim Charakter verankert wird. Über diesen Planeten wird uns die Reise, die uns gleich bevorsteht, das ist die sogenannte Legacy Quest, ebenfalls noch führen. Oh, moving has interrupted. Ja, da darf man wieder ein paar Sekunden warten. Das ist Serverlag. Das ist normal. Utini! So, Travel. Was? Select. Travel. Talus. Nashal. Planeten sind normalerweise in der originalen Star Wars Galaxies waren sie relativ spärlich besetzt. Allerdings dieser Welt fehlt der Geldabfluss. Das heißt, hier sieht man eine Menge von Spielerstätten, die auch allesamt nicht draufgehen, weil die Maintenance ist eine der wenigen Sachen, wo wirklich die Kohle vom Server wieder runtergeht und das nur in einer vergleichsweise geringen Menge. Das heißt, wir haben ja eine sehr, sehr große Schere zwischen Arm und Reich, also genauso wie in der Realität. Wo bin ich jetzt gerade? Nashal oder Derek? Nashal bin ich. Ja genau, in Derek schneit's, wie gesagt. Da haben wir gerade Weihnachtsfeierlichkeiten. Können wir auch mal unter machen. Vielleicht können wir das auch nächstes Jahr machen. Das eilt nicht. Ja, wieder moving has interrupted your current action. Wir warten 10 Sekunden. Lalelu. So, und jetzt sollten theoretisch nur noch 2 fehlen. Genau, und das sind die 2 auf Naboo. So, der erste liegt in Karain. Das kann man, wie gesagt, allesamt ohne Ausgabe von einem einzigen Credit machen. Damit macht man das natürlich auch. Ich glaube zumindest, dass er hier in Karain lag. Nein, verdammt. War falsch. Liegt nicht in Karain. Verflixte Axt. Also einer liegt in Theed, das weiß ich. Moenia nicht, dann war es wahrscheinlich Kadara.
Vorausgesetzt geht es weiter nach Gedara. Hallo? Du lädst verdammt lange. Ganz offensichtlich ist er abgestürzt. Okay. Dann gehe ich kurz in den Be Right Back Screen. So, und da sind wir auch schon wieder. Ja, Star Wars Galaxies ist mir um die Ohren geflogen. Passiert den besten Familien, aber wie man sieht, das war es anderthalb Minuten etwa. Dann geht das Ganze weiter. Wir sind jetzt in Kadara, das sieht man oben rechts am Radar. Müssen wir fast ein bisschen größer drehen, das Ding, ne? Und die Consider außenrum. Consider ist dieser... ist der Unterschied zwischen meinem Level und dem Ziel, das da oben drin steht. Ja, genau, da ist der nächste Piece of Junk. Ja, Moving has interrupt. Lalelu! Passiert doch noch was, ich schau bloß zu. Und zu guter Letzt, Select Travel nach Naboo Theed. Hatte ich doch noch recht gut in Erinnerung. Nur einmal habe ich halt Karain und Gadara verwechselt. Ja, es passiert. Naja, und ich habe wieder vorhin noch was verwechselt. Ach, egal. Solange es jetzt funktioniert. Wahrscheinlich, you have been moved. Nein, ich habe nicht been moved. Okay. Wir haben einen ITV Rattletrap. Ein ITV ist ein Instant Transport Vehicle und berechtigt einen Menschen, wenn man weit genug von der Stadt weg ist. Hier erstmal auf Ground Ability. Zack, und da haben wir ein neues Symbol. Und dieses Symbol berechtigt uns, einen Instant Travel zu rufen, um uns zu einer beliebigen Stadt oder Shuttleport auf dem gleichen Planeten kostenfrei zu transportieren zu lassen. Meines Erachtens war das jetzt auch nicht so unbedingt die beste Idee, die Sony Online Entertainment hatte. Das liegt halt einfach daran, dass die Leute jetzt nicht mal mehr Geld fürs Fliegen ausgeben. Wie ich jetzt übrigens gerade eben auch. Das hätte mich mindestens 1000 oder 2000 Credits gekostet. Aber, ja, eben halt hier nicht. Ne? So, wir sind soweit ausgerüstet. Wir haben was zu fahren. Wir haben ITV, wir haben ein Schiff. Das bedeutet, wir können uns kostenfrei quer durch die Galaxie bewegen. Da haben wir die BF, die gibt's noch, okay. Die Blue Force. Eine alte Erinnerung von einem Live-Server, auf dem wir beide mal gespielt haben, namens Gorath. Oder Gorath, ich bin mir nicht sicher, wie man den ausspricht. Naja. Nichtsdestotrotz, wir haben hier einen Pall. Da steht irgendwo auch noch der Mall. Haha, blöder Wortwitz. Reden wir mit ihm. Ein Vehicle Customization Kit bietet er hier an. Dafür, dass wir ihn gefunden haben. Super.
So, Meeting Work. Es sind 199 Meter. Auch das ist wieder auf der Overhead Map sehr gut markiert. Also wie gesagt, wer Spaß an einem bunten Star Wars Galaxies hat, ohne eine Combat Queue, ohne solche lästigen Sachen wie Peace, der wird hieran möglicherweise seine helle Freude finden. Es ist ein Teil von Star Wars Galaxies, daher bin ich hier. Ja, ich mach mal, was er sagt. Ich akzeptiere es, ja, er meint, jetzt verpiss dich. Damit kann ich leben, verpissen wir uns. Uriniere er sich von dannen. Ach, Meeting the Mayor. Ach nee, ich muss ja gar nicht raus, ich muss zum Bürgermeister. Der Bürgermeister der Stadt möchte gerne hier... Was? Ah, the Troublemaker. Jabba not pleased with you. See the Mayor can help pay Jabba and might buy you some mercy. Na dann. Und hoffen wir mal auf Vergebung. Ach, dahinter steht er. Was soll ich denn machen? Wild Vermin, Hooligans, Tusken Raiders. Nein, Wild Vermin. Wild Vermin klingt super. Ich helfe doch einfach mal, wo ich kann. Also der Reihe nach. Kann man eigentlich da auch mehrere Sachen annehmen? Nee, kann man nicht. Okay. Hätte ja sein können, dass man diese Hooligans und die Tuskens auch noch mitmacht. Aber offensichtlich leider nicht. Sag mal, das ist doch keine Einflugschneise hier. Da haben wir sie. Ja, wie schaut's denn aus? Ja, ich weiß, ich bin da. Sag mir einfach, was ich machen soll, ja? Ich soll Infestations mir angucken. Es geht da nicht mal darum, die irgendwie jetzt wegzumachen oder zu vernichten oder ähnliches, sondern einfach nur mal anschauen. Aber ich denke, zu diesem Angucken werden wir dann in der nächsten Folge kommen. Danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns, wir hören uns. Bis zum nächsten Mal. Ciao.